Oh komm. Oh komm. Hey Jagdfreunde, eigentlich bin ich gerade an einem ganz anderen Call of the Wild Video. Für mich ein ziemlich besonderes, aber das wird noch ein bisschen dauern. Damit ich euch nicht zu lange warten lasse, dachte ich mir, wir gehen heute mal ganz entspannt auf Teavaroa jagen. Ich bin in letzter Zeit ziemlich oft von Wildziegen getrollt worden. Ich bin mir sicher, dem einen oder anderen von euch ging es genauso. Heute ist mal an der Zeit, was zurückzuzahlen. Ich hoffe, wir finden ein paar schöne. Mal schauen, was sonst noch geht. Ich würde sagen, let's go. Erste Tier ist keine Ziege, aber dafür ein Truthahn. Auch da hatte ich schon länger keinen mehr. Wir können mal kurz auf die Waffen schauen. Ich habe heute die Moradi mit dabei. Damit können wir eigentlich alle schießen, außer die Truthähne. Für die Kalmen und noch den Bogen. Kleine Besonderheit, ihr habt es vielleicht schon gesehen. Ich werde heute mal ausschließlich mit Aufpilzmunition schießen. Einfach mal, um zu gucken, wie die so funktioniert. Und jetzt aber erstmal mal schauen, ob da unten der Truthahn noch ist. Direkt Max Wade. Sollte gepasst haben, geht runter. Schauen wir uns an. So ein kleines Dia-Potenzial haben die Zweier Max Wade ja immer. Mal schauen, ob der Tag richtig geil startet. Nein, 4,4 war fast zu erwarten. Einmal hinten reingegeben. Aber zumindest habe ich nicht daneben geschossen. Weiter geht's. Ich bin in eine Rotte Schweine reingelaufen. Ein Vierer bis 140. Ich weiß gerade nicht, wo der Dia losgeht. Aber wir probieren es einfach mal. 50 geht recht schnell runter. Ich glaube, das war auch das Größte. Sehr schön. Aber mir ist jetzt gerade eben erst aufgefallen, das ist nicht mal Max Wade, also das ist mit Sicherheit kein Diamant. Schöner Gold, 111, ja, da fehlt noch einiges. Ja, Aufpilzposition gerade so. Durch den Knochen hat die Lunge noch erwischt. Aber man sieht da, Single Lunge ist trotzdem ziemlich schnell gefallen. Schönes schwarzes Razorback. Ich glaube, ein von dem Schwein hat es nicht so gefallen. Kommt mal wieder so ein Weibchen an. Ja, ich sehe es. Der muss jetzt genau zwischen die Augen. Na komm her. Das war nicht die Augen. Jetzt ist ein Stachelschwein. Erste war etwas zu weit oben, aber hat die Lunge noch erwischt. Ich finde die ja schon echt richtig cool mit den schwarzen Flecken. Aber war jetzt nur ein Weibchen. Brauchen wir nicht mitnehmen. Ich hoffe, wir finden jetzt gleich ein paar von den Ziegen. Und Junge, Junge. Ich habe mich lange Zeit gefragt, wo meine ganzen Rothirsche auf Teavaroa sind. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Erste Herde. Zwar nichts Großes dabei. Aber hinten wird es noch besser. Das ist geisteskrank. Auch wie viele Männchen da drin sind. Den Siebener, den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Einfach auch, weil ich wissen will, wie die Moradi mit der Aufpilzmunition gegen einen Rothirsch funktioniert. Aber ein bisschen näher gehe ich noch ran. Ja, jetzt steht das so schön. 200 Meter. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die Null. Hab's schon lange nicht mehr gespielt. 150. Naja, wir versuchen es einfach mal. Getroffen habe ich ihn. Ja, 50. 25. Ist down. Heftig, hätte ich nicht gedacht. Da liegt er. Schönes Geweih. Wie ist die Kugel reingegangen? Nicht so übel. Auf knapp 200 Meter mit der Durchschlagsmunition. Ist auch nicht so tief gefallen, wie ich erwartet hätte. 191. Also bis jetzt funktioniert die Munition echt gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass vor mir gerade ja ein paar Kaninchen geklopft haben. Ich wollte schon immer mal schauen, ob ich eins mit dem Bogen erwische. Im Gras sieht man sie natürlich recht schlecht. Da. Ist das eins? Ja. Nummer eins haben wir. Nummer zwei nicht. Können wir noch eins erwischen? Ne, das ist der Hund. Okay, zumindest eins haben wir. Dunkelbraun, Gold, 2,32. Holy, gar nicht so knapp vorbei. Aber für mehr hat er der Skill nicht gereicht. Hier waren gerade die Kaninchen. Und hier sind die ersten Ziegen. Eine Vierer. Rotische sind da unten auch noch. Die habe ich gerade schon gesehen, waren nicht groß. Zwei Vierer. 190, 159. Wir nehmen die einfach direkt mit. Ich denke, da sollte die Moradi jetzt auch gar kein Problem damit haben. Wenn die den Rothirsch gerade schon so platt gemacht hat. Jawohl. Extrem schnell am Boden. Nice. War jetzt nicht riesig, aber wir brauchen jede, die wir kriegen können. Auch der ist ziemlich weit reingegangen. 168 Gold in Braun. Hier kommt gerade die nächste Herde Rothirsche auf mich zu. Und wir schauen mal, wenn der schon auf uns zuläuft, ob mit der Durchschlagsmunition ein Herzschuss drin ist. Ich muss natürlich erstmal treffen.
Also Herz war es nicht, geht runter. Es ist nur die Frage, hat die Power nicht gereicht oder habe ich geschielt? Ich befürchte, ich habe geschielt. Also, Moment. Ich wollte gerade sagen, so schnell wie er gefallen ist, muss ich da irgendwas Lebenswichtiges getroffen haben. Deswegen war es wahrscheinlich nur die Lunge und am Herz vorbei. Wir heben den schnell auf und schauen dann direkt runter zu den Ziegen. Ja, knapp links daneben, aber Herz muss gehen. Ihr seht, der ist bis hier gegangen. Haben wir das auch getestet? Mal schauen, was da unten auf uns wartet. Der Hund hat mich gerade schon gewarnt. Ich höre noch irgendwas. Da rennt irgendwas weg. Alter, nein! Holy shit! 210 bis 239 ist auf der Flucht. Die wollte ich eigentlich suchen hier. Schon wieder ruhig? Hä? Kommt die jetzt so schnell zurück? Warte mal, 210 bis 239? Spinne ich gerade oder ist das ein sicherer Dia? Alter, kann nicht sein. Junge, ich habe gerade geschaut, Dia geht bei 208 los. Mein Gott. Die darf ich jetzt nur nicht verkacken. Kommt langsam auf uns zu, Wind ist optimal. Ich schau mal, ob ich mich im Gebüsch irgendwo verstecken kann. Vielleicht bekommen wir die Chance mit dem Bogen. Junge. Kommt immer näher. Hund, geh runter. Wird jetzt schon aufmerksam? Ich bin nicht sicher. Wachsam? Ganz ehrlich, das wird mit dem Bogen nichts. Soll sie jetzt noch einmal bereitstellen? Dann ist sie dran. Junge hat die Hörner. Muss gepasst haben. Sofort down. Habe ich die gespined? Ich hoffe, das war's Herz. Hat sich kurz gedreht, da musste ich's versuchen. Ich verstehe nicht ganz, warum die so schnell auf wachsam gewechselt ist. Ich war eigentlich ziemlich versteckt. Ey, wenn wir jetzt mit der ersten großen Ziege direkt ihnen gut zurückgezahlt haben und die Trollserie gerissen, kommen wir schon einfach rein. Diamant 218. Schuss war in Ordnung, Doppellunge sogar, deswegen ist sie sofort gefallen. Braun ist nicht meine Lieblingsfellfarbe, aber hey, freue mich natürlich trotzdem. Und ein ordentlicher Diamant, 218. Junge, Junge, sehr, sehr geil. Ausflug hat sich schon gelohnt. Alles, was jetzt noch kommt, ist Bonus. Da vorne hocken ein paar Enten und ich weiß es nicht, was schlimmer ist. Die Gänse auf vier Schwelden oder das Gackere der Enten hier. Es ist nicht mehr normal, wie viele das sind. Eine wirklich große ist nicht dabei, aber ich glaube so ein bisschen... Zielen üben können wir hier. Die hat Glück gehabt. Die sind dann auch so... Nee, die geht nicht mehr. So schnell. Da wird es dann irgendwann schwierig. Aber immerhin, zwei haben wir. Waren beide nicht besonders groß. 15,69. Und das war, glaube ich, ein Weibchen, jawohl. Aber ein bisschen Geld gemacht. Da hinten callen die nächsten Ziegen. Wir haben ja gesagt, wir wollen ihnen heute was zurückzahlen, so. Wer weiß, was noch kommt. Aber ich bin bereit. Nächste Vierer. Die wird's werden. Hey, ich find's echt stark. Die Ziegen sind schon auch zähe Dinger. Aber die Durchschnacksmunition, bis jetzt performt die richtig gut. Wieder in Braun. Fast ein bisschen weit hinten, aber man sieht es hier jetzt ganz schön. Dadurch, dass es eben Durchschlag ist, hat sie die Leber noch angekratzt und somit verwertungsgerecht. Da kann MD auch wirklich mal so den Schuss retten. 166, auch nicht so verkehrt. Hier sind nochmal ein paar Truthähne. Das sind auch wieder diese weißen weiblichen dabei. Ich weiß nicht, ich tue mir da echt schwer zu erkennen, ob das jetzt die normalen oder irgendwelche seltenen sind. Ich bin mir sicher, der ist normal, aber ich würde jetzt trotzdem gerne mal schießen, einfach um mir mal genauer anzuschauen. Vielleicht geht das Männchen... Auch noch. Jawohl. Beide down. Damhisch war noch dabei. Schauen wir uns mal an. Wir nehmen erstmal das Männchen mit. 4,03 in Silber. Und jetzt ist das das Weibchen. Okay, das hellbraun. Wahrscheinlich erkennt man es einfach an den hellbraunen Schwanzfedern und hier auch so an den Flügeln. Es gibt dann ja auch noch leuzistisch und albinistisch, meine ich auch. Wahrscheinlich sind die dann einfach komplett weiß. War wieder mal ein richtig heller Moment von meiner Seite. Ich bin jetzt hier nochmal an den Fluss gewandert und da vorne wartet die nächste Gruppe Ziegen. Vierer ist dabei. Ja, die sieht auch nicht viel größer aus.
Knapp 200 Meter. Sollte eigentlich auch klappen. Können hier mal einmal quer über den Fluss schießen. Oh ja, 50, 25. Man muss schon ein Stückchen überhalten. Aber die Moradi gefällt mir heute wirklich sehr, sehr gut. Hier ist der Anschluss. Hier liegt die Ziege. Die Fellart gefällt mir richtig gut. Schwarz-braun 163. Da hätte ich gerne mal ein Tier davon. Diesem schwarzen Kopf, den ja, fast rötlichen Augen. Auch da war wieder alles tipptopp. Schöne Ziege, ein bisschen zu klein. Nachdem jetzt die ganze Zeit eher im Osten von Neuseeland war, bin ich jetzt mal in den Westen gezogen, denn Siegerhirsche sind gerade am Trinken. Das ist auch so eine Tierart, wo ich schon ewig nach dem Diamant suche. Guck mal ein paar Spots an und vielleicht findet man ja was Schönes. Da ist jetzt noch ein Dreier aufgetaucht. Das ist erstmal hier der größte. 152. Kann ich das auf die Moradi schieben? Ich glaube nicht. Er ist gefallen. Boah, wo ging der denn hin? Habe ich den so schlecht erwischt? Der zweite hat ihm die Zehennägel geschnitten. Wäre auch nicht so riesig gewesen, 120. Ah ja. Ich habe jetzt überall nur Weibchen entdeckt, aber da vorne ist eine ziemlich große Herde. Und der hier, 207. Ui. Na, nicht ganz so groß. Aber 207 ist ein Vierer. Ist schon nicht so verkehrt. 190, 100 irgendwas, so 90 geht, glaube ich, der Dia los. Also der ist in Range. Ich habe noch nie einen Dia gesehen. Deswegen kann ich gerade gar nicht sagen, ob das Rack Dia-Potenzial hat. Ich versuche mich mal ein bisschen besser zu positionieren. Vielleicht können wir den jetzt anlocken und mit dem Bogen machen. Also auf den Call reagiert er. Kommt langsam näher. Ich hoffe, dass mit dem Wind in Ordnung ist. Richtigen Pfeile sind auch drin. Die Weibchen kommen hier schon alle. Ganz ehrlich, ich habe den Bogen vor Monaten das letzte Mal geschossen. Ich habe keine Ahnung mehr. Oh shit, vielleicht soll ich das nicht machen. Vielleicht soll ich das wirklich nicht machen. 40 Meter, wie halte ich da an? Der war auch drüber. Oh no, aufmerksam. Wachsam, der wird auch nicht näher kommen. Liegt sofort. So wie ich gerade mit dem Bogen geschossen habe, ey, wäre das eh keine gute Idee gewesen. Aber das war mit dem Wind zu brenzlig, war auf wachsam, der wäre gleich weg gewesen. Jetzt bin ich echt gespannt. Wie gesagt, keine Ahnung, wie so ein Diamantgeweih aussieht, aber das ist für mich jetzt nicht klein für einen Siegerhirsch. Auch da, schau mal einfach rein. Gold, 185, da hat nicht so viel gefehlt. Bei 136 geht der Gold los, 198 für Dia. Schuss lag sofort ohne Herzschuss. Single Lunge und der droppte an der Stelle. Krass. Und ich glaube, das ist mein größter bisher. Bin gespannt, was danach spawnt. Das ist wieder eins von den Tieren, die jetzt so ein bisschen eingefroren sind. Ist nur ein Weibchen, aber ich will einfach trotzdem nochmal versuchen, ob ich das jetzt triff. Steht ziemlich genau 40 Meter. Ich dachte eigentlich immer so ungefähr. Viel zu hoch. Ist es die Spitze? Es ist die Spitze. Ja, 38 Meter, das hat ziemlich genau gepasst. Vielleicht noch ein bisschen weiter runter beim nächsten Mal. Aber gut, wieder was gelernt. Warnruf Ziege. Rothirsche sind da auch noch. Da war gerade irgendwas. Oh ja, hier kommen ein paar. Auch die schon wachsam. Wind geht da auch genau rein. Ich nehme sie einfach mit. Droppt ebenfalls sehr schnell, wobei die hat ziemlich kleine Hörner. Ja, die war wirklich nicht besonders groß. In Blond. Ich bin mir immer nicht sicher, ob es die jetzt auch in Albino gibt oder nicht. Ich glaube schon, aber gesehen habe ich noch keine. 117. Ich habe mich schon gewundert, warum die Ziegen hier gerade runtergelaufen sind, aber wir sind bei den Trinkzeiten angekommen. Ich musste kurz was erledigen, habe das Spiel einfach laufen lassen. Passt aber ganz gut. Vier ist er noch dabei, denn so lang kann ich nicht mehr. Vielleicht können wir dann noch die ein oder andere schöne mitnehmen. Jawohl, auch die liegt. Sonst war hier keine mehr. Ich habe gerade auch gar keinen so richtigen Plan, wo die noch überall trinken. Aber vielleicht schauen wir uns einfach die Seen hier so an. Jetzt nehmen wir aber erstmal die mit. Wieder dunkelbraun. 156, also eine Vierer, die nur Silber scored. Ui. Dammhirsche sind hier am Fressen. Nochmal 9 bis 11. Hier ist aber viel los.
Trotzdem würde ich sagen, wir gehen auf den hier. So langsam müssten wir in Range sein. Jawohl. Da callt auch noch einer. Oh, gar kein schlechter Vierer. Wenn er schon so vor die Flinte läuft. Oh mein Gott. War das der Kopf? Hat sich kurz bewegt. Wir sammeln erstmal den Truthahn ein. Also auch der wieder theoretisch in Deer Range. Macht so natürlich auch nicht. 4,3. 9,23 Kilo. In Braun. Und da liegt noch irgendwo ein Dammhirsch, der vielleicht ein bisschen gelitten hat. Anschluss sieht passend aus, war sofort down. War doch nicht so passend. Aber dafür richtig schön zentriert. Zwischen die Augen. Oh boy. 199,82. Wir haben immer noch Trinkzeiten der Ziegen und mir ist echt aufgefallen, ich habe gar nicht so einen wirklichen Plan, wo die überhaupt trinken, denn ich jag die eigentlich eher immer so beim Rumlaufen. Es gibt aber einen Spot, da meine ich, der war schon immer richtig gut. An der Wiese, da müssten eigentlich ziemlich viele sein. Ja, Schweine begrüßen mich auch schon. Damir steht da auch noch. Ja, jetzt kommen sie langsam rein. Eine Vierer. Den nehmen wir auch wieder mit. Ist schon down. Und da stehen auch noch richtig viele. Ey, guckt es euch an. Das ist bei mir ein absoluter Traumspot für Ziegen. Zwei Vierer hier drüben. Ich dachte gar kurz, da liegt ein Reifen. Bei den drüben hier sind nur kleinere dabei. Rothirsche auch noch. Deswegen würde ich sagen, eine Vierer, zweite Vierer, ich versuche mal beide. Habe ich die? Ich habe die beide nicht richtig erwischt. Das ist der Truthahn. Natürlich wieder Gold, 4,45. Sie sind zumindest beide gefallen, aber so darf es nicht zu Ende gehen. Wieder blond, unterschossen, okay. Dann war die vielleicht auch zu weit unten. Ja, genau so ist es. Also hätte ich doch ein bisschen höher anziehen müssen. Wäre aber nicht mal Gold gewesen. Komm, eine müssen wir jetzt noch mindestens suchen. Mit den zwei schlechten Schüssen möchte ich nicht aufhören. Jetzt habe ich gerade nochmal ein Trinkgebiet gefunden. Da sind auch wieder zwei Vierer dabei. Also wir haben nochmal eine Chance. Wind ist wieder eher bescheiden. Dreier auch noch. Da ist eine Vierer. Oh komm. Oh komm. Das kann nicht euer Ernst sein. Nochmal eine Fünfer, 184 bis 213. Ich weiß gerade nicht, ob ich mich freuen soll, weil das so hardcore gescriptet rüberkommt. Leute, ich bin einfach Ziegen jagen gegangen. Die ist jetzt vom Estimate nicht so rosig, aber die Hörner sehen für mich sehr gut aus. Aufmerksam. Wisst ihr was? Wir fackeln jetzt nicht lange. Legt sofort. Aufnahme läuft auch, ey, Gott sei Dank. Richtige Waffe war's. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Ob da jetzt der zweite Deer heute kommt oder ob die Ziegen heute doch nochmal zu einem 1:1 ausgleichen. Ich weiß es nicht. Was ist das für eine Fellart? Keine Ahnung. Blond? Das Horn hier könnte zu kurz sein. Wir machen es aber einfach wie bei der anderen. Wir schauen direkt rein. Gold. 204,87. Kann nicht euer Ernst sein. Die Ziegen können es einfach nicht lassen und trollen hier zum Schluss einfach nochmal richtig hart rein. Das heißt, es steht unentschieden. Wir werden wiederkommen und wir werden in Führung gehen. Aber zwei Dierziegen heute wäre auch ein bisschen zu viel, glaube ich, gewesen. Junge, Junge, es ist einfach immer so. Wenn man sich denkt, man geht entspannt jagen, passiert irgendwas Komisches. Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Wie gesagt, bin gerade an einem größeren Call of the Wild Video. Ich hoffe, ich bin damit bald fertig. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Sorry, dass in letzter Zeit so wenig Content kommt, aber ich krieg's einfach mit dem zweiten Kind jetzt nicht mehr auf die Reihe. Ich wünsche euch alles Beste, wie immer viel Erfolg und Glück beim Jagen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.